Augenspiele heißt die neue Ausstellung, die der Godesberger Kunstverein in seinem Glaskarree an der Burgstraße 85 in Bonn-Bad Godesberg vom 7. bis 30. April 2017 zeigt. Und tatsächlich spielen die Kunstwerke dem Auge des Betrachters so manchen Streich. Ja, herzlich willkommen im Glaskarree, herzlich willkommen im Kunstverein Bad Godesberg. Als Vorsitzender, Jürgen Laue mein Name, darf ich Sie herzlich begrüßen zur tollen Ausstellung. Und ich kann es mir heute sehr einfach machen. Die Rede, die Künstler vorstellen, macht Frau Götz. Frau Götz, genau. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Laue. Sehr geehrte Damen und Herren, Augenspiele. Bei diesem Titel der Ausstellung werden Sie zunächst vielleicht sogar gestutzt haben. Der Titel hätte jedoch nicht treffender, die Werke beider Künstler interpretierender gewählt werden können. Die Arbeiten der Künstlerin Birgit Brandt-Siefert überraschen und bezaubern auf den ersten Blick. Ihre Skulpturen sind von ganz eigenem Charme, haben eine besondere Aura, sind so voller Leben und voller Lebenslust. Im Übrigen strahlen alle ihre Frauen Kraft. Nicht nur Anziehungskraft, sondern auch Ungebrochenheit und Lebensmut aus. Salopp formuliert, sie sind Powerfrauen. Die Gemälde des Künstlers, Klein Chaos, erfinden eine völlig neue Welt. Eine Welt, die über die wirkliche hinausgeht. Eine, die jenseits der gewohnten Logik existiert. Obwohl präzise und realistisch gemalt, bleiben sie geheimnisvoll, vieldeutig, sind nicht leicht zu entschlüsseln. Nehmen wir zum Beispiel diese Kirschen in ihrem leuchtenden Rot. Kirschen stehen in vielen Kulturen für Schönheit, Verlockung und Verführung. Die Kirschen sind hier ein Sehnsuchtsbild. Da ist zum anderen der Clown, der irgendwie immer auftaucht. Über einem Clown schwebt immer der Misserfolg. Bei ihm geht immer etwas schief. Er hat Schwächen, aber er steht zu diesen. Bei den größten Schwierigkeiten findet er immer eine Lösung. Ich bin Kai Kaus, ich bin gebürtiger Afghaner. Seit 2004 lebe ich in Köln und da habe ich auch mein Atelier. Also diese Bilder sind zum Beispiel seit von 2016. Da habe ich das eine Gehirn gemalt mit einem Clown und das heißt meine Gedanken. Ja klar, Organe, Körperorgane male ich und die Körperorgane sind die neue Serie, was entsteht und die sind auch in Arbeit und ich habe vor, in Köln bald nur mit Organen eine Ausstellung machen. Mein Name ist Birgit Brandt-Siefert und ich zeige Ihnen hier eine meiner Skulpturen. Die ist entstanden nach einem Besuch einer Ausstellung über afrikanische Kunst, die mich sehr begeistert hat, weil sie sehr streng, sehr reduziert in der Form war, mit ganz wenig Linien, wo man eigentlich nur grobe Umrisse hatte. Das hat mich sehr begeistert und ich würde aber nie hingehen und mir jetzt so eine Figur nachmachen. Das reizt mich gar nicht, sondern mich reizt es dann zu sehen, was bleibt in meinem Gedächtnis hängen an Form und was kommt mir als Idee noch dazu, was in meinem Fundus an Krempel ist, was passt so, dass es eine neue Figur ergibt, die aber an diese archaische Kunst erinnert. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, außer natürlich der Aufforderung, besuchen Sie die Ausstellung und lassen Sie sich selbst von den Kunstwerken verzaubern. Ausstellung vom 7. bis 30. April 2017. Glaskarree des Kunstvereins Bad Godesberg, Burgstraße 85. Öffnungszeiten montags 19 bis 21 Uhr, samstags und sonntags 16 bis 18 Uhr.